Mir gegenüber steht Tom Felber, er ist Vorsitzender der Jury Spiel des Jahres, beziehungsweise jetzt ja auch Kennerspiel des Jahres. Was sind das für 9 Leute, die das Spiel des Jahres und das Kennerspiel des Jahres gewählt haben? Also es gibt 2 Voraussetzungen, dass man in der Jury mitmachen darf. Das eine ist, man muss Journalist sein und muss regelmäßig über Spiele publizieren, weil es ist ja ein Kritikerpreis. Und das zweite ist, man muss absolut unabhängig sein von der Branche, von der Spielebranche. Jetzt ist es ja so, dass es in Deutschland mehr als 9 Journalisten gibt, die über Gesellschaftsspiele schreiben. Wer entscheidet denn, welche Journalisten in die Jury dürfen? Das ist die Jury selber. Also wir haben ein, man kann es Scouting-Verfahren nennen. Wir schauen natürlich immer, wer ist, wen gibt es überhaupt, wer ist vorhanden, was für Qualität liefern die ab und dann wählt die Jury ihre neuen Mitglieder selber. Du hast es jetzt schon auf der Pressekonferenz gesagt, in Deutschland erscheinen hunderte von neuen Spielen jedes Jahr. Wie schafft man es überhaupt, die alle zu spielen? Also jedes Jurymitglied hat da seine eigene Methode. Ich kann da für mich sprechen. Also hat natürlich jeder eine wahnsinnig große Anzahl von Spielgruppen. Ich mache es bei mir, ich habe ein spezielles System, ich habe so wie ein Newsletter, wo ich Daten liefere und dann können sich die Leute anmelden. Dann schaue ich auch immer wieder, dass völlig verschiedene Leute da zusammenkommen und dann wird etwa 20 Mal im Monat gespielt. Das hilft, die Neuerscheinung einzuschätzen. Aber wie kommt man jetzt dazu, dann tatsächlich Spiele zu nominieren? Wie geht die Jury davor? Es ist natürlich so, dass man aufgrund der Spielrunden kristallisieren sich gewisse Spielerlebnisse heraus. Man sieht, welche Spiele besser sind, welche gefallen weniger. Dann, das macht jedes Jurymitglied für sich selber. Dann gibt es ein mehrstufiges Verfahren. Also wir zuerst erstellt jedes Jurymitglied eine Liste, benennt 20 Spiele, die es eigentlich auf der Empfehlungsliste haben möchte. Dann einen Monat später wird noch eine neue Liste gemacht mit 15 Spielen und dann wird auch schon trocken, sage ich mal, nominiert. Das ergibt dann ein Auswertungsblatt und mit diesem gehen wir dann in eine Klausurtagung. Das sind 3 Tage oder es können auch mehr werden, wenn wir uns nicht einig sind. Da werden die Spiele durchdiskutiert alle und wenn es nötig ist, auch nochmal gespielt. Und dann gibt es halt ein Wahlverfahren, welche Spiele das nominiert werden und welche nicht. Dann haben wir die 3 Nominierten und dann muss man natürlich unter diesen 3 Nominierten nochmal einen Preisträger auswählen. Wie funktioniert das? Das machen wir immer am Vorabend der Preisverleihung, damit so ist sichergestellt, dass zwischen Preisverleihung und Pressekonferenz nichts raussickern kann. Es ist jetzt uns in den letzten Jahren gelungen, dass das nicht passiert ist. Und da ist einfach ganz einfach, jedes Jurymitglied hat genau noch eine Stimme und wenn ein Spiel die absolute Mehrheit kriegt, dann ist es Spiel des Jahres oder Kennerspiel des Jahres. Wenn nicht, gibt es einen zweiten Wahlgang oder einen dritten oder einen vierten. Was können Verlage oder Spieler tun, wenn sie unzufrieden sind mit der Juryentscheidung? Dann können sie uns kontaktieren. Auf der Internetseite steht, wie man uns kontaktieren kann. Und ich bin auch jederzeit bereit, also stehen auch die Kontaktdaten von allen Jurymitgliedern. Ich bin auch jederzeit bereit, mit jedem einzeln zu diskutieren darüber. Dankeschön. Wobei, vielleicht möchte ich noch etwas anhängen. Man muss eben auch immer noch sehen, dass die Jury besteht natürlich aus ganz vielen verschiedenen Individualisten. Und selbst wenn man mit der Juryentscheidung nicht einverstanden ist, kann es auch sein, dass innerhalb der Jury auch Leute nicht einverstanden sind. Aber das liegt in der Natur der Sache. Dankeschön.